Kennen Sie die 120 Tage von Sodom, den ziemlich perversen, widerlichen Film von Pasolini? Das Ding war auf dem Index, man findet auf YouTube noch ein paar Schnipsel, muss man sich vielleicht nicht anschauen, aber eigentlich ist es die Voraussetzung heute Abend für diese Tosca-Premiere an der Bayerischen Staatsoper. Der Regisseur Cornel Mondruccio hat nämlich die Figur von Pasolini auf die Bühne gebracht, das ist Cavaradossi. Für diese Tosca werden mehrere Sachen überblendet. Wir sehen einen Regisseur, wie er einen perversen Film eben in dieser Villa in San Lo am Gardasee dreht, ein doch letztlich freier Künstler, der auch einem Politaktivisten hilft und zum anderen aber in die Fänge gerät von einem Polizeichef Scarpia im Original. Das ist hier so eine Art Sittenwächter, der sich selber als Perversling entpuppt und letztlich auch dann diesen Cavaradossi Pasolini bekämpft. Alles ein bisschen kompliziert, die Sache wird in die 70er Jahre dadurch geholt und Tosca könnte sein eine Diva, man hat da so ein bisschen Callas-Allusionen, was natürlich bei diesem Stück auch nahelegt. Das sind ganz viele Prämissen, die für diese Tosca-Inszenierung offensichtlich erforderlich sind. Ich wage mal zu behaupten, aber auch ohne dieses ganze Vorwissen erklärt sich diese Geschichte. Man kann ihr folgen, weil Mondruccio, muss man schon sagen, Konzept hin oder Konzept her, erzählt hier eine doch relativ spannende Geschichte, durchaus auch mit einer ganz plausiblen Personenführung. Dass manche Details, die sehr abstoßend wirken, beim Publikum nicht gut ankamen, versteht sich von selbst. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Tosca ist eine ziemlich brutale Geschichte, dass dann nur ein Cavaradossi malerisch im dritten Akt abgeknallt wird, das ist mir zu wenig. Also die Oper ist brutaler als das gemeine kulinarische Publikum, das so denkt. Es sind ein paar Sachen, ein paar Handlungs- und Konzeptfäden, die da offen heraushängen und dann driftet dieser ganze Abend ein wenig auch in die Bebilderung. Es ist schade, aber ich glaube, dass insgesamt kann man das schon machen, weil es gibt einige Figuren, Schärfungen, auch Umwertungen und wie gesagt, es ist nicht unspannend erzählt. Die Besetzung, nun ja, Eleonora Burato singt ihre erste Tosca. Man hört, dass sie aus dem Lyrischen kommt, dass die Stimme sich aber sehr natürlich geweitet hat. Ein riesiger Erfolg, eine der besten Toscas, die ich live auf der Bühne gehört habe. Und wie gesagt, Callas hat das live gehört. Charles Castronovo, der Cavaradossi gesungen hat, das ist ein sehr verdienter Sänger, aber auch ein lyrischer Tenor, muss sagen, der diesen Sprung in dieses dramatische Fach noch nicht geschafft hat und vielleicht auch nicht schaffen wird. Die Stimme ist doch ein bisschen stumpf und das ist schade, weil es auch ein bisschen überraschend klingt, so wie er singt. Als Typ passt er in diese Inszenierung, aber es ist ein bisschen schade. Ich habe das Gefühl, dass sie sich mit dieser Rolle auch ein bisschen wehtut. Ludovic Tézier, ein Scarpia, wie aus dem Bilderbuch, toll von der Stimme her, eine gebündelte, fiese, schwarze Stimme, der das super auch spielt. Das ist ein Selbstläufer, wenn man diesen Mann auf die Bühne stellt. Wahrscheinlich hätte es ja gar keine Regie dazu gebraucht. Andrea Battistoni, der Dirigent, hat witzigerweise, interessanterweise, zu Beginn des zweiten Teils ein paar Buß abgekriegt. Ich fand das gar nicht so schlecht. Es war ein bisschen langsam, es war manches Mal auch ein bisschen laut, es war sehr temperamentvoll, aber ich glaube, der Puccini verträgt es schon. Wie gesagt, es gab sehr, sehr viele Buhrufe, einen Buhsturm, aber ich finde es mal gut, wenn es wieder rappelt in der Bayerischen Staatsoper. Es war mir bei den letzten Premieren ein bisschen zu phlegmatisch.